Und heute wollen wir uns erstmal damit mit der Frage auseinandersetzen, was ist eigentlich Information? Was ist eigentlich Information, wenn wir im Kontext von Informatik oder auch von Digitalisierung darüber sprechen? Und dafür mal ein Gefühl zu bekommen, um dann nachher daraus abzuleiten, was heißt das eigentlich, wenn wir dann Informationen abbilden wollen, wenn wir wissen, dass Information das ist, wie können wir das dann letztlich im Computer abbilden? Und es gibt eine ganz schöne Definition. Ihr habt vielleicht mitbekommen schon, auch aus anderen Disziplinen, dass Definitionen so eine Sache sind. Die sind nicht immer eindeutig. Das, also im Sinne von, es gibt nicht immer die eine Definition. Und auch bei der Information ist es so, wenn ich unterschiedliche Personen frage aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, dann bekommt ihr unterschiedliche Definitionen möglicherweise für diesen Begriff. Das ist auch okay, weil jede Fachdisziplin natürlich seinen eigenen Blickwinkel hat auf einen bestimmten Begriff und dann entsprechend auch eine andere Definition benötigt wird. Die Definition, die wir uns hier anschauen, oder eine Definition, hat ihre Berechtigung im Bereich der Digitalisierung oder im Bereich der Informatik im weitesten Sinne. Ja, das ist also eine Definition, die ich einmal vorlese. Und da, das stammt aus einem Paper, What is Information? Und da sagt der Autor, Information is that which allows you to make a correct prediction with accuracy better than chance. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Und wir können ja nachher mal gucken, was das bedeutet. Also es geht irgendwie um eine Prediction und es geht um die Frage, wie gut kann ich eine Vorhersage machen? Und da hat Information scheinbar eine wichtige Rolle, weil Information mir dabei hilft, wenn man diese Definition zugrunde nimmt, bessere Vorhersagen zu machen. Ja, wir kennen vielleicht auch Informationen aus der Entscheidung von, ja, wenn Unternehmen Entscheidungen treffen, dann brauchen sie auch Informationen. Letztlich findet man das da auch wieder, ne? Man will in einem Unternehmen gute Entscheidungen treffen unter Unsicherheit und letztlich die Frage, wie kann ich das machen, besser als wenn ich würfeln würde. Ja, wenn ich vier Alternativen habe, die ich aus denen ich wählen kann, wie kann ich sicherstellen, dass ich besser als der Würfel bin, das heißt einfach eine bessere informierte Entscheidung treffe. Und das ist auch letztlich hier erstmal die grundlegende Idee. Also Information ist etwas, was uns eine bessere Möglichkeit gibt, etwas vorherzusagen, und zwar mit besser meinen wir besser, als wenn wir einfach zufällig wählen würden. Und da müssen wir uns einmal angucken, was meinen wir eigentlich mit dem Begriff Prediction, was könnten wir damit meinen, und wir gucken uns jetzt gleich mal ein Beispiel an. Und ihr werdet sehen, wenn ihr in der Informatik euch ein bisschen weiter rumschaut, da wird häufig mit Spielen gearbeitet. Also mit Brettspielen oder irgendwelchen anderen Gedankenspielen und so weiter. Und die sind deswegen so nützlich, weil sie einen Teil eben der Realität abbilden schon. Also sind schon echt, aber sie haben auf der anderen Seite auch ein klar definiertes Set an Regeln. Also sie sind nicht so, sagen wir mal, so wild und unsicher wie die echte Welt. Und deswegen nimmt man gerne Spiele, um Konzepte zu verdeutlichen. Und wir machen das hier auch an zwei, drei Beispielen, die aus dem Bereich der Spiele kommen. Und das erste wäre ein Beispiel, an dem wir, oder wir wollen uns jetzt erstmal im nächsten anschauen, Defining and Measuring Information. Also Defining haben wir jetzt gerade zumindest mal eine Definition gesehen. Das hilft uns aber noch nicht so richtig weiter. Ich finde, Definitionen sind immer erstmal nur ein Satz. Und ich will das gerne mit Leben füllen. Also was bedeutet das? Und dann ein Beispiel unterfüttern. Das wollen wir machen. Und wir wollen auch nachher am Ende wissen, wie können wir eigentlich Informationen messen? Kann man das überhaupt? Wir werden natürlich herausfinden, dass man es kann. Darum geht es ja auch in der Informatik. Aber wir wollen herausfinden, wie. Genau, wir machen jetzt ein Guessing Game. Das kennt man vielleicht. Ich denke mir gerade eine Zahl aus. Und zwar eine Zahl zwischen 1 bis 16. Und ihr sollt herausfinden, welche Zahl ich mir gerade, an welche Zahl ich gerade denke. Und jetzt wäre meine Frage an euch, was ist denn der für euch beste Ansatz, um möglichst mit wenig Fragen an mich auf die richtige Antwort zu kommen? Also ihr könnt mich Ja-Nein-Fragen fragen. Ihr könnt mich fragen, ist es die 8? Dann sage ich Ja oder Nein. Ihr könnt mich aber auch fragen, irgendwas anderes, wo Ja oder Nein rauskommt. Und das erinnert euch vielleicht ans letzte Mal. Du hattest, glaube ich, zuerst dich gemeldet. Nein. Und was willst du jetzt machen? Ja, sehr gut. Du hast schon das Konzept vom letzten Mal gleich wieder aufgegriffen. Ihr erinnert euch, das hatten wir nämlich gesehen.
Bei der binären Suche. Ne? Das ist ja nichts anderes letztlich als die Suche. Wir suchen eine Zahl, an die ich jetzt gerade zufällig denke. Und ihr wollt im Prinzip mit Fragen die Zahl erraten. Und du hattest jetzt schon gesagt, okay, du würdest einfach fragen, ist sie größer 8? Und dann habe ich gesagt, nein. Das bedeutet, du hast den ganzen rechten Teil schon mal ausgeblendet. Ne? Alles, was rechts von der 8 ist, kommt nicht mehr in Frage und du bist nur noch auf der linken Seite unterwegs und würdest dann entsprechend weitergehen. Das war diese binäre Suche. Tatsächlich ist das auch der effizienteste Ansatz. Das heißt, wenn so ein Spiel im Casino angeboten würde, dann gäbe es keinen besseren Ansatz als diesen. Und das wäre der, den ihr langfristig immer fahren solltet. Ja, man könnte natürlich sagen, naja, wieso? No risk, no fun. Ich rate direkt die Zahl und dann bin ich besser als der andere, weil der braucht bestimmt mit dem Ansatz mehr als diesen einen Guess. Ja, das funktioniert aber dann eben einmal aus 16. Und mit dem anderen Ansatz habt ihr auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit. Auf jeden Fall in der langen Sicht. Das ist so ein bisschen das Problem beim Gambling. Ne? Beim Gambling will man ja gerade diesen unwahrscheinlichen Sieg erlangen, um möglichst das Casino zu schlagen. Bei so einem Spiel wäre aber die beste Strategie tatsächlich immer, die Hälfte der Möglichkeiten zu eliminieren. Und das kann man eben mit diesen Fragen, die den Raum letztlich halbieren, schaffen. Genau. Das wäre tatsächlich auch die Frage, die wir hier stellen. Is it larger 8? Also ist die Zahl größer 8? Und wenn ich das mit Nein beantworte, das würde jetzt hier dieses rote Kreuz symbolisieren, dann würde der ganze rechte Teil sozusagen gestrichen. Und ihr könnt schon mal wissen, ihr wisst schon mal, es ist eine Zahl zwischen 1 und 7. Und das machen wir dann natürlich, so wie wir es beim letzten Mal gesehen haben, genauso weiter. Das heißt, ihr fragt dann wieder, wir schneiden das gedanklich in der Mitte durch und ihr fragt in diesem Fall wieder, ist es größer 4? Und kriegt ihr jetzt von mir die Antwort ja. Und so weiter, schneidet ihr es wieder durch, ist es größer 6, bekommt ihr wieder die Antwort ja. Und dann habt ihr nur noch zwei Möglichkeiten. Jetzt könntet ihr fragen, ist es die 7 oder ist es die 8, also eine dieser beiden Fragen. Und wenn es, oder könnt auch fragen, ist es größer 7, dann wisst ihr es auch. Und bei größer 7 kriegt ihr von mir wieder die Nein. Das heißt, es muss die 7 sein. Also mit 4 Fragen kommen wir hier ans Ziel. Und die Frage wäre jetzt, ist das denn immer so, dass wir mit 4 Fragen ans Ziel kommen bei diesem Beispiel? Ja, die erste Frage. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal, glaube ich, kurz angesprochen, wie viele Fragen wir hier maximal oder also im Worst Case oder im Best Case bräuchten. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Die Antwort ist ja, wir kommen immer mit 4 Fragen hin. Wir wollen nachher aber auch gucken, warum das so ist. Jetzt könnte man fragen, es geht ja um Informationen. Wo sind jetzt hier die Informationen? Wo geht es jetzt hier um Informationen? Naja, wir könnten, genau, erstmal Randnotiz, schon mal als Vorschau. Das hier kann man natürlich auch interpretieren als eine Abfolge von Antworten, die wir mit 0 und 1 kodieren. Und ihr wisst vielleicht schon, in welche Richtung das geht. 0 und 1, na, das hat ja irgendwie entfernt was mit Computern zu tun. Also wir könnten natürlich auch sagen, wir machen aus dieser Sequenz von Fragen, und wenn wir immer die gleichen Fragen stellen, in der Abfolge, dann könnten wir eigentlich immer sagen, wir schreiben uns nur auf, was ja oder nein die Antwort und schreiben dann eine 0 oder eine 1 auf und haben dann immer eine vierstellige Sequenz von Nullen und Einsen. Das könnt ihr auch schon mal im Hinterkopf behalten, weil da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist, wo ist jetzt hier eigentlich die Information? Oder was hat das mit Informationen zu tun? Und wir hatten gesagt, Information ist das, was uns ermöglicht, eine bessere Vorhersage zu machen. Besser als Zufall. Da müssen wir uns erstmal überlegen, was wäre denn Zufall? Ja, wir hatten ja diese 16 Kugeln oder was auch immer das sind. Und die Frage wäre jetzt, wenn wir jetzt zufällig, wir stehen vor der Frage, welche Zahl ist es? Und wir könnten jetzt sagen, okay, wir raten einfach. Oder wir würfeln. Wir haben einen 16-seitigen Würfel. Die Zahl, die da oben liegt, die nehmen wir. Was wäre denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtige Zahl finden? Und wir haben ja gesagt, wir wollen diese Wahrscheinlichkeit, dass wir sie richtig vorhersagen, durch Informationen erhöhen. Aber wie wäre sie denn jetzt ohne Informationen? Wir haben jetzt keine Informationen. Wir wissen nur, es gibt eine Zahl zwischen 1 und 16. Ja, 1 geteilt durch 16, genau.
Und das wäre jetzt Ausgangswahrscheinlichkeit, wenn wir einfach raten würden. Ne? Das wäre also 0,0625% Wahrscheinlichkeit. Also wir stehen jetzt vor dem Problem, eine Vorhersage zu machen. Prediction ist einfach eine Vorhersage eines, wir wollen einen fehlenden Wert. Also der fehlende Wert ist jetzt in diesem Fall das, was ich gerade im Kopf habe. Also welche Zahl habe ich gerade im Kopf? Machen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese korrekt machen, von der Ausgangssituation her, ist also ein Sechzehntel. Ne? Jetzt kriegen wir Informationen oder können wir Informationen bekommen, indem wir fragen. Jetzt fragen wir ja, ist die Zahl größer als 8? Und was passiert dann? Von ursprünglich n gleich 16, also einer Möglichkeit von 16 Optionen, reduzieren wir sie auf 8, na, die Hälfte. Das heißt, unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt mit dieser Information, dass wir wissen, die ist nicht größer als 8, also neue Informationen, mit der Information können wir eine bessere Vorhersage machen, nämlich eine mit 0,125% oder 12,5%. Also in 1 von 8 Fällen liegen wir jetzt richtig. Und da sehen wir schon, okay, diese Ja-Nein-Frage war also eine Information, weil wir konnten damit unsere Wahrscheinlichkeit oder ja, unsere Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir die richtige Prediction machen im Vergleich zur Ausgangssituation. Und das können wir jetzt so weiterspielen. Der nächste Schritt hat uns wieder die Hälfte der Möglichkeiten entfernt und damit auch wieder Informationen hinzugefügt. Und zwar in diesem Fall eben die Wahrscheinlichkeit auf 0,25 erhöht. Und der nächste Schritt wäre es dann eben auf 50%. Dann haben wir nur noch zwei Möglichkeiten, bis wir im Endeffekt eine hundertprozentige Sicherheit haben. Und das wäre dann, wenn wir nur noch eine Kugel übrig haben. Also die Informationen, zwei Sachen, die wir festhalten wollen, liegen hier in den Ja-Nein-Fragen beziehungsweise in den Antworten. Und die Information, die wir bekommen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtige Wahl treffen. Ja, wir könnten ja nach jeder Frage auch eine Kugel raten. Ne? Also nach der ersten Frage ist es größer 8. Nein, okay, dann könnte ich aus 8 immer noch die Kugel raten und hätte eine bessere Chance als vorher. Aber ich könnte es auch so weitertreiben, bis ich dann letztlich ganz sicher bin. Das ist Information und das kann man an dem Beispiel, finde ich, ganz gut sich verdeutlichen. Kommen wir auf eine Formel, die wir auch später nochmal wiedersehen werden. Die haben wir auch schon mal gesehen, also zumindest ein Teil davon. Wenn man nämlich letztlich jetzt diese Definition zugrunde nimmt, was ist dann Information? Und Information ist letztlich verringerte Unsicherheit. Also Unsicherheit, die wir wegnehmen, das Delta zwischen der Unsicherheit vorher und der Unsicherheit danach, das ist Information. Also wie viel Unsicherheit hatten wir vorher? Ein Sechzehntel. Wie viel haben wir nachher? Nur noch ein Achtel. Und das ist letztlich eine Reduktion. Und das ist die Information. Und da müssen wir jetzt erstmal wissen, wenn Information also die reduzierte Unsicherheit ist, wie messen wir Unsicherheit? Ja, zum einen könnten wir sagen, die Unsicherheit ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir richtig wählen. Das ist aber nicht die Unsicherheit, sondern das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir richtig wählen. Und wenn wir jetzt die Unsicherheit uns hernehmen aus der Informationstheorie, ist sie definiert, H ist das Symbol für Entropie eigentlich, aber das ist nichts anderes als Unsicherheit. Und die rechnen wir mit dem Zweierlogarithmus aus. Von was? Von den Möglichkeiten, die es gibt. Und n hatten wir eben gesehen, ist 16. Also, wenn wir jetzt Unsicherheit beziffern wollen, hat man sich darauf geeinigt, den Zweierlogarithmus dafür zu verwenden. Man könnte auch einen anderen Logarithmus nehmen, aber Zweierlogarithmus ist die Definition. Zweierlogarithmus von n, was wäre dann n in diesem Fall? Und wir kommen gleich nochmal darauf zurück auf die Fragen. N wäre 16. Also, wie viel Unsicherheit haben wir im Ausgang? Zweierlogarithmus von 16. Was kommt da raus? Hier. Also die Unsicherheit würden wir jetzt quantifizieren mit 4. Kommen wir dann darauf, was ist denn die Einheit bei Unsicherheit? Aber erstmal 4. Die Frage kann man auch anders stellen. Und das ist letztlich genau die gleiche Frage. Wie viele Fragen, ja, nein, müssen wir im optimalen Fall stellen? Wie oft können wir den Möglichkeitenraum in Hälfte teilen? Weil wir eben gesagt hatten, in Hälfte teilen ist das Effizienteste, was wir machen können. Und wenn wir ihn viermal in Hälfte teilen,
dann ist die Unsicherheit oder können, bis wir nur noch bei einem Element sind, bis wir bei hundertprozentiger Sicherheit sind, dann ist die Unsicherheit vorher 4. Und das ist dann letztlich der Zwei-Algorithmus. Genau, das wäre die 4 an der Stelle. Das wäre jetzt H0, sag ich mal, Ausgangsunsicherheit H0. Und wenn wir uns jetzt überlegen, nach einer Frage, nämlich der Frage, ist es größer 8, dann haben wir Logarithmus 2 aus 8. Das ist dann 3, wenn ihr es ausrechnet. Und da seht ihr schon, wir haben also die Unsicherheit, wenn wir jetzt die Unsicherheit in dieser Formel messen, um 1 verringert, um ein was auch immer das ist. Also von 4 auf 3. Und wir hatten eben gesagt, die Information ist die Differenz zwischen Unsicherheit vorher und Unsicherheit nachher. Also ist die Information was? Ja? Genau. Das bedeutet, Information ist H0 minus H1, in diesem Fall eben 1. Und jetzt fragen wir mal, wie messen wir Informationen? Und wir sehen schon, Informationen und Unsicherheit haben die gleiche Maßeinheit, weil sie ja letztlich Information ist H0 minus H1. Bei unserem Beispiel, was ist das? Was messen wir Informationen? Ein Ja-Nein-Frage, 0-1. Bit, sehr gut, ja. Ein Bit. Byte sind 8 Bits. Genau, das ist ein Bit. So nennen wir das und Bit dürfte euch wahrscheinlich schon mal untergekommen sein. Das ist tatsächlich die Maßeinheit, mit der wir auch Informationen auf dem Computer messen. Ne? Also Bit, dann kommt das Byte, das sind 8 Bits, dann kommt das Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte und so weiter. Genau, das ist das Bit und wir messen sowohl die Unsicherheit in Bit als auch die Informationen, ne? Weil die Information ja letztlich die reduzierte Unsicherheit ist. Genau, das können wir jetzt weiterspielen. Jedes Mal, wenn wir also die Unsicherheit hier mit einer Frage wieder halbieren, bekommen wir ein Bit Information. Und genau das ist die Definition eines Bits. Die Information 0 oder 1, ja oder nein. Kleinstmögliche Informationseinheit. Gibt keine kleinere Möglichkeit Information. Man muss ja irgendeine Unterscheidung treffen und die zwischen 0 und 1 ist die kleinste, die man treffen kann. Oder ja oder nein, wahr oder falsch, wie auch immer, also binär. Und das ist dann unsere Definition von Information. Genau. Okay, also Informationen sind letztlich Unsicherheit, die wir reduzieren und wir messen sie mit diesen Ja-Nein-Fragen. Also die Frage, wie viele Fragen, die jeweils in 0, 1 enden können oder Ja-Nein enden können, müssen wir stellen, um letztlich auf die Lösung oder auf das ja, um die Unsicherheit komplett zu reduzieren. Also um letztlich, wir sprechen nachher von Nachrichten, um die Nachricht zu kennen. Und das wäre jetzt, kommen wir gleich noch drauf, was wir damit meinen. Genau, und das wäre jetzt also die Frage, oder das, was wir schon gesehen haben, ist, wie viele Ja-Nein-Fragen müssen wir eigentlich stellen, um letztlich die Unsicherheit auf Null zu reduzieren. Das ist dann die Frage, wie viele Informationen hat eigentlich eine Nachricht? Also wenn ich jetzt eine WhatsApp-Nachricht hätte, ich habe mal ein Beispiel, ihr schreibt ja bestimmt bei WhatsApp oder bei anderen Messengern, dann wäre die Frage, wie viele Bits hat diese Nachricht? Wie viele Ja-Nein-Fragen müsste ich stellen, damit ich die Nachricht eindeutig kenne? Und da kommen wir da noch drauf zurück. Das hat was mit Kodierung von Zeichen zu tun. Also, wie kann ich denn eigentlich einen Buchstaben in Ja-Nein-Fragen kodieren? Und dann haben wir letztlich eine Folge von Nullen und Einsen, die das kodieren. Das ist dann die Frage, wie viele Bits hat eigentlich so eine WhatsApp-Nachricht? Letztlich, wie viele Ja-Nein-Fragen muss ich stellen, um die Unsicherheit auf Null zu reduzieren oder um die Nachricht zu kennen? Das ist einfach dann der alltägliche Begriff. Wir wollen die Nachricht kennen, wir wollen den Informationsgehalt kennen. Und das ist allgemein gesprochen eben der Zweierlogarithmus aus n. Und um eben auf 0 zu kommen, damit die Unsicherheit 0 ist, muss die einzige Option oder darf nur eine einzige Option übrig sein, nämlich der Zweierlogarithmus aus 1 ist 0 und dann ist die Unsicherheit auch 0. Wir gucken uns das jetzt noch an zwei weiteren Beispielen an. Spielt jemand Poker?
Nee, aber weiß jeder, was ein Poker-Kartenspiel ist, ne? Also Poker kennt jeder. Ist ein Kartenspiel mit 52 Karten, ne? Das ist jetzt das Wichtige und vielleicht die Aufteilung in Kreuz, Herz, Karo, Herz, Kreuz, Pik und die Zahlen dazu, die Wertigkeiten, die sind wahrscheinlich bekannt. Genau, und die Frage ist jetzt wieder, wir wollen was rausfinden. Ich habe aus so einem Kartenstapel einfach mal eine Karte rausgezogen und ihr sollt erraten, welche Karte ich habe. So, was ist da wieder das effizienteste Vorgehen? Wie gesagt, Spiele sind hier sehr beliebt, ja. Ja, rot oder schwarz. Wenn du sagst, es ist genau halb-halb, dann würdest du damit den Stapel in zwei Hälften teilen. Sehr gut. Was könnten wir dann machen? Genau. Also wenn es rauskommt, ist es eine rote Farbe. Dann könntest du Herz oder Karo fragen. Also ist es Herz? Nein oder ja. Und dann kriegst du wieder die Hälfte der Karten weg. Und so weiter. Und das könnte man tatsächlich genauso tun. Und ich habe mir mal das Kartenspiel aufgezeichnet. Das sind 52 Karten. Oben Kreuz, dann Pik, Herz und Karo, jeweils von Ass bis König in der Reihenfolge. Und tatsächlich habe ich jetzt irgendeine dieser Karten im Kopf. Und ihr fragt jetzt einfach, ist es schwarz? Ne? Das wäre jetzt die erste Frage, die du ja auch schon gestellt hattest. Und dann würde mit der Antwort Nein, die ich euch geben würde, weil es keine schwarze Karte ist, und ich denke, wir die Hälfte der Möglichkeiten wegfallen. So können wir das dann, wie du schon sagtest, im zweiten Schritt weiter einschränken und fragen, ist es Herz? Kriegt ihr von mir ein Ja? Und dann haben wir schon nur noch ein Viertel der Karten, das wir vorher hatten. Und jetzt können wir wieder, da die ja durchnummeriert sind, mit unserem ähnlichen Vorgehen wie vorher laborieren und sagen, wir schneiden jetzt irgendwo an der Stelle und sagen, okay, wir fragen jetzt hier 8 oder drüber und hier. Das ist jetzt keine gerade Zahl mehr an der Stelle. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie in zwei ungleich große Hälften teilen, aber das macht nichts. Wir müssen uns nur entscheiden, wie wir es machen wollen. Und es ist 8 oder größer, ja. Und ihr bekommt jetzt wieder die nächste Möglichkeit. Ihr könnt wieder fragen, ist es Jack or Above? Das wäre also Bube, Queen oder King. Ihr bekommt dann wieder ein Ja und so geht das immer weiter. Dann fragt ihr, ist es Queen or Above? Yes. Und dann am Ende, ist es King? No. Und dann ist es die Herz Dame. Also wie viele Fragen haben wir jetzt hier gestellt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne? Sechs Fragen, bis wir bei der Herzdame waren. Übrigens hier auch wieder, ne? Die Antworten Rot und Grün könnten wir wieder mit 0 und 1 kodieren. Wir wollen schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass wir nachher natürlich über Bits sprechen werden und über Bytes. Und da sind das dann nicht Yes oder No, sondern 0 oder 1. Aber letztlich kann ich das eben als Serie von 0 und 1 abbilden. Diese Antworten. Ne? Und wenn ich immer das gleiche Fragenschema nehme, kann ich also jede Karte mit einer Serie aus 0 und 1 abbilden. Das könnt ihr euch schon mal im Hinterkopf behalten. Da kommen wir nochmal drauf zurück nachher. Okay. Das waren sechs Fragen von 52 auf 1. Hätten wir das auch ausrechnen können? Vorher bei 52 Fragen, Karten. Haben wir eben gesehen, wie rechnen wir das aus? Wie viele Ja-Nein-Fragen sind es? Ja, wir hätten ja auch die Formel von eben anwenden können. Was war das nochmal? Der Zweierlogarithmus aus n, ja? Und was kommt da raus? 5,7. Ich schreibe die Zahl mal hier einmal auf. Ungefähr 5,7. Was sagt uns das jetzt? Was heißt das 5,7? Jetzt irgendwie, wir können ja nicht eine Komma 7 Frage stellen. Ja. Genau.
Genau, der Durchschnitt, das ist genau der richtige Begriff und du hast auch richtig erklärt. Also manchmal brauchen wir fünf, wenn wir Glück haben. Manchmal auch sechs. Niemals mehr als sechs. Also nie mehr als sechs. Also 5,7 sagt uns, im Durchschnitt sind es 5,7. Und man sieht schon, an der Komma 7 ist es häufiger 6 als 5, ja, weil wir näher an der 6 sind. Wäre es 5,1, wäre es häufiger die 5, wären es häufiger 5. Also das kann man nicht so genau sagen, weil du, wie du schon richtig gesagt hast, hängt das davon ab, wie groß unser n ist. Und wenn unser n keine Zweierpotenz ist, dann kriegen wir immer keinen glatten Zweierlogarithmus raus. Klar, dann kriegen wir irgendeine Kommazahl raus. Aber 52 ist keine Zweierpotenz, also wird das eine Kommazahl sein. Genau, das können wir also auch ausrechnen. In dem Fall eben die Unsicherheit zu Beginn. Wenn wir einfach eine Karte, wir würden mir einfach eine Karte sagen, an die denkst du gerade, dann habt ihr eine Chance von 1/52. Und das ist letztlich die Unsicherheit ausgedrückt wieder in Bits. 5,7 ist die Unsicherheit. Ne? 5,7 Ja-Nein-Fragen seid ihr vom Ziel entfernt. Im Schnitt. Kommt ein bisschen darauf an, welche Karte ich mir gerade ausgedacht habe. Okay. Das ist also die Unsicherheit, 5,7, Zweierlogarithmus von 52 zu Beginn. Und das sind letztlich dann auch die durchschnittlichen Ja-Nein-Fragen, die wir stellen müssten, um auf die Karte zu kommen. Um auf die Karte zu kommen und wir werden nachher sehen, um die Nachricht zu kennen, so würde ich das nachher mal ausdrücken. Das ist jetzt, könnt ihr euch vorstellen, das ist eine Information, die ihr rausfinden wollt und um die zu kennen, müsst ihr im Schnitt 5,7 Fragen stellen. Okay, wir gucken jetzt mal, was bedeutet dann jetzt diese Halbierung an der Stelle? Wenn wir also sagen, es ist keine schwarze, sondern rote, dann schmeißen wir die ganzen schwarzen weg, bleiben also noch 26 Zahlen übrig. Und der Logarithmus aus 52 minus den Zweierlogarithmus aus 26 ist dann wieder 1, wie wir vorhin gesehen haben, ein Bit Information. Es ist also immer das Gleiche, jede Ja-Nein-Frage, die uns den Raum halbiert, ist ein Bit an Information. Wenn, und das ist hier die Bedingung, deswegen steht das hier unten, wenn sie die Möglichkeiten wirklich oder den Raum der Möglichkeiten wirklich halbiert. Und gerade beim Pokerspiel kann ich auch Fragen stellen, die vielleicht nicht genau das tun. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was ist dann eigentlich die Information? Weil das ist wirklich eine Bedingung mit diesem einen Bit, dass die Ja-Nein-Frage auch wirklich die Hälfte der Möglichkeiten eliminiert. Was wäre eine Alternative? Jemand, der vielleicht nicht hier in der Vorlesung saß, könnte fragen, is it Spades? Und kriegt dann nö. Was ist jetzt passiert? Wir haben auch die Unsicherheit reduziert, ja? Genau. Und nicht die cleverste. Es gibt eine clevere, aber da, ja. Sehr gut, genau. Genau richtig ausgedrückt. Was jetzt passiert ist, wir haben zwar Unsicherheit reduziert, das können wir auch messen, aber es ist kein Bit, kein ganzes Bit. Also es ist kein ganzes Bit, es ist weniger. Und letztlich kann man das berechnen wieder genau mit der gleichen Formel. Also 52 war unser Ausgangs-N. Nachher haben wir noch 39, ja, weil wir haben also anscheinend dann 13 Karten herausgeschmissen, die ganzen Kreuz. Das heißt, der Zweierlogarithmus von 39 ist 5,29 und die Differenz aus beiden ist eben nur 0,41 Bit. Das heißt, es ist nicht zwangsweise gegeben, dass wir mit jeder Ja-Nein-Frage auch wirklich ein Bit an Informationen bekommen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie schlau wir unsere Fragen stellen. Aber wir wollen uns eigentlich im Kopf darauf einigen, weil wir bei Computer das so tun, dass wir immer diese Ja-Nein-Fragen wirklich nutzen, um ein Bit an Informationen darzustellen. Aber das ist wichtig, weil es gibt zum Beispiel auch Komprimierungsverfahren, wie ihr sicherlich wisst. Also man kann Daten komprimieren. Und da macht man sich letztlich zunutze, dass eben nicht, sag mal, alle, das geht jetzt vielleicht schon ein Stück zu weit, das ist ein Exkurs, kommen wir nachher auch in einem Semester noch darauf zurück zu sprechen, aber dass eben nicht alle Dinge gleich wahrscheinlich sind. Also hier hätten wir gesagt, jede Karte kann ich mit gleicher Wahrscheinlichkeit mir gerade merken. Ne? Das ist jetzt Zufall und alle sind gleich wahrscheinlich. Wenn wir aber nachher über Sprache zum Beispiel sprechen und Texte, da ist es ja nicht so, dass jeder Buchstabe mit der gleichen Wahrscheinlichkeit kommt. Wir haben ja auf der einen Seite Buchstaben, die sind viel häufiger im Deutschen als andere. Und auf der anderen Seite haben wir Buchstaben, die zum Beispiel gar nicht kommen können, wenn ein bestimmter Buchstabe vorher gekommen ist. Also Abhängigkeiten.
All diese Dinge sind hier nicht berücksichtigt. Wir gehen hier nur davon aus, dass alles gleich wahrscheinlich ist. Wir können also aus den Möglichkeiten gleich wahrscheinlich wählen und sind alle gleich wahrscheinlich. Und dann gilt diese Regel hier mit den Bits, wenn eben der Raum der Möglichkeiten halbiert wird. Genau, also das ist dann also eine nicht ganz so effiziente Frage, sollten wir nicht stellen, wenn wir daran interessiert sind, auf lange Sicht bei diesem Spiel zu gewinnen. Genau, wir haben noch 20 Minuten bis zur Pause. Dann machen wir noch das letzte Beispiel hier oder das letzte Spiel, Beispiel Schach. Hatten wir ja schon in der ersten Sitzung als Beispiel. Kennt wahrscheinlich zumindest grundsätzlich jeder. Wir hatten ja schon mal abgefragt. Die meisten spielen hier kein Schach, aber ich denke, vielleicht kennt jeder noch, weiß jeder noch, was ein Schachbrett ist. Und da kann man auch, wir hatten oder beziehungsweise da haben wir ja gesehen, dass wir ein Problem hatten und das als Beispiel genommen haben mit der Identifikation des nächsten Moves oder des nächsten Schachzuges. Also die Frage, die ein Schachcomputer löst, ist ja gegeben, eine bestimmte Konfiguration auf dem Feld von den Spielfiguren, zum Beispiel wie hier links, das ist die Startformation. Was ist der beste nächste Schritt? Das soll der Computer für mich ermitteln auf Basis des aktuellen Spielstandes und er soll mir rausgeben, zum Beispiel bewege deinen Bauer von E2 auf E4. Das wäre dann hier so eine Ausgabe. Die Frage wäre jetzt, wie kann ich eigentlich sowas hier messen? Wir haben jetzt gerade kennengelernt, okay, Informationen, das sind immer Ja-Nein-Fragen, die irgendwie den Raum halbieren und dann kann ich das als ein Bit ausdrücken. Aber wie viele Bits sind dann eigentlich diese Informationen? Also so ein Schachzug. Das ist ja letztlich eine Information. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause und spielt mit einem Freund oder einer Freundin, die ebenfalls irgendwo anders zu Hause sitzt, Schach. Und ihr schreibt euch eure Schachzüge über WhatsApp oder was auch immer. Irgendein Messenger. Schreibt ihr einfach eure Züge. Ihr habt keinen Bock zu telefonieren, aber ihr wollt trotzdem Schach spielen. Habt kein Online-Schachprogramm, sagen wir mal. Ne? Und deswegen schickt ihr eure Züge einfach hin und her. Und Weiß beginnt und sagt, ich ziehe jetzt von E2 nach E4. Tippt also ein E2, E4. Und wie viele Informationen sind das jetzt? Die Frage wäre umgekehrt, wie viele Informationen muss ein Computer eigentlich für so einen Schachzug nachher reservieren in seinem Speicher? Und das wollen wir jetzt versuchen mal herauszufinden. Genau, wie viele Informationen stecken in einem Move oder in einem Schachzug? Und da kommen wir dann langsam Richtung, wie repräsentieren wir das Ganze dann eigentlich nachher im Computer? Genau, Schach, das ist jetzt mal ein zufälliges Feld aus irgendeiner Partie. Das geht jetzt eher darum, dass wir uns einmal kurz diese Terminologie vergegenwärtigen und gucken, wie wir über Schach und Schachfelder sprechen können. Und es gibt ja beim Schach 8x8 Felder. Ne? Das sind also hier die schwarz-weiß, beziehungsweise in diesem Fall braun-gelb markierten Kästchen. Und die kann man durchnummerieren auf der X-Achse mit A bis H und auf der Y-Achse 1 bis 8. So also macht man das typischerweise und so kann man dann jede Koordinate, also wenn ich jetzt sage, der Bauer auf C2, so, der Bauer hier steht auf C2, weil er eben in der Spalte C und in der Zeile 2 steht und soll auf C4 rücken, dann wäre das hier also die Koordinate C4 und dann könnte ich sagen, C2, C4 bedeutet Bauer auf C2 nach C4. So kann ich also über Schachbretter sprechen und deren Koordinaten ausdrücken. Und im Prinzip könnte ich somit jede Position referenzieren und sagen, von nach kann ich immer angeben, von einer Position zu einer anderen mit diesen vier Zeichen. Ja? Also das ist relativ klar. Also das wäre jetzt hier der Move von dem Bauer C2, C4, den wir eben auch schon gesehen haben. Und danach steht er dann eben hier. Genauso könnte ich sagen, der hier steht auf C5, das Pferd, das Schwarze. Und es soll nach D3 wandern, eben mit dem gleichen System, könnte ich dann auch ausdrücken. Und wenn ich das immer nacheinander mache, dann wisst ihr immer genau, was der andere gerade für einen Zug gemacht hat und könnt euer Schachfeld sozusagen aktualisieren dementsprechend. Ja, das wäre einfach, damit man sich nochmal vergegenwärtigt, wie man im Schach solche ja, Koordinaten benennt und wie man über Schachzüge sprechen kann. Genau. So würde das dann immer weitergehen. Und ein ganzes Schachspiel wäre dann einfach eine lange Liste von diesen Zügen, ne?
Und jetzt wollen wir rausfinden, was ist eigentlich der Informationsgehalt von so einem Zug. Frage wäre jetzt wieder die gleiche wie vorhin. Für so eine, und ich nenne das jetzt mal Nachricht, das ist jetzt der Begriff, den wir immer nutzen werden. Eine Nachricht kann alles sein. Das muss keine Nachricht im Sinne von WhatsApp-Nachricht sein oder irgendwas. Das ist einfach eine Nachricht, die wir irgendwo speichern, die wir senden, die wir über ein Kabel übertragen wollen, die letztlich ein Computer verarbeiten soll. Eine Nachricht ist ein sehr abstrakt gemeintes Konstrukt hier. Und das ist jetzt einfach eine Nachricht im Sinne von Daten, ja? Oder Informationen allgemein. C2 nach C4, wie viele Möglichkeiten gibt es da? Wie viele Möglichkeiten, also wie viele mögliche Nachrichten gibt es im Raum? Wir haben ja eben gesagt, beim Poker 52 mögliche Karten, bei dem 1 bis 16 Ratespiel 16, also 16 Möglichkeiten. Wie viele sind es hier? Wie viele mögliche Züge? Wir nehmen mal an, wir kennen die Regeln nicht. Wir wollen einfach nur auf Basis des Schachbrettes die möglichen Züge berechnen. Und damit meine ich, es gibt ja bestimmte Züge, die sind gar nicht möglich. Also ich kann keinen Bauer von der einen Seite zur anderen Seite mit einem Zug ziehen lassen. Aber sagen wir mal, das wäre jetzt möglich und wir wollen einfach alle möglichen Kombinationen an Schachzügen hier ausrechnen. Wie könnten wir das tun? Naja, wir wissen ja, es gibt 64 Felder, 8 mal 8. Und wir wissen, es ist immer von nach, also von einem Feld zu einem Feld. Also können wir 64 von Felder, 64 nach Felder, theoretisch, wenn wir mal ausblenden, dass wir natürlich nicht aufs gleiche Feld gehen können, aber das machen wir jetzt einfach mal vereinfacht. 64, 64, also 64 mal 64, ne? Also 64 mal 64 ergibt 4096 Möglichkeiten. Also das sind so die größtmöglichen, der größtmögliche Raum an Nachrichten, die wir hier überhaupt potenziell versenden wollen. Und das Ziel ist jetzt, eine dieser Nachricht, eine ganz spezielle, zu kennen. Und wie viele Informationen stecken also dann in einer oder müssen in einer solchen Nachricht stecken? Gleiche Formel wie eben jetzt. Wir haben 4096 Möglichkeiten, also die Unsicherheit ist was? Wenn wir nichts wissen, es gibt 4096 Möglichkeiten, sehr unsicher, aber wir können sie beziffern. Weil Unsicherheit war ja der Zweierlogarithmus aus n. Was kommt da raus? Wie oft muss ich die 2 mit sich selbst mal nehmen, damit ich auf 4096 komme? Ja? 12 Mal. Also die Unsicherheit ist 12. Das können wir schon mal sagen. Es sind also 12. Aber gleichzeitig wollen wir von der Unsicherheit auf 0 kommen. Das heißt, wir können sagen, ja, die Nachricht muss 12 Bits sein, ne? Also es sind 12 Bits in einem solchen Schachzug kodiert. 12 Bits brauchen wir. Ja, letztlich, wenn wir wissen, was ist der mögliche Raum, n 4096, ist die Unsicherheit der Zweierlogarithmus daraus. Das heißt, das ist letztlich, weil wir nachher auf Unsicherheit 0 kommen wollen, auch die Informationen, die in so einem Schachzug stecken müssen. Ja, und das heißt, ein Schachzug sind 12 Bit an Informationen mit der kleinen Einschränkung. Das habe ich jetzt hier gar nicht drauf. Dass wir natürlich die Regeln ein bisschen missachten, weil natürlich nicht jeder Zug möglich ist. In Wirklichkeit gibt es nicht 4096 mögliche Züge, weil die meisten davon, die jetzt in diesen 4096 stecken, gar keine gültigen Züge wären. Aber das ist uns jetzt egal, es geht uns eher um die Kombinatorik dahinter. Und das kann man tatsächlich in Computern so mal vereinfachen, weil für die spielt das jetzt nicht so die große Rolle, ob es 1000 oder 2000 oder 4000 Züge sind. Es geht eher darum, dass wir eine Lösung finden und das wäre eine Möglichkeit, dass wir mit der Möglichkeit 64 mal 64 Züge alle Züge abbilden können und sagen, okay, dafür nehmen wir 12 Bits. Jetzt sind wir aber immer noch nicht so viel weiter, wie wir die nachher abbilden können. Darüber sprechen wir dann, wenn wir über Codesysteme sprechen. Also wie können wir jetzt diese 12 Bits verwenden, um wirklich so einen Zug in Nullen und Einsen zu bringen? Okay, wir gucken uns nochmal eine Alternative an, wie wir jetzt die Anzahl der Bits für diesen Schachzug hätten berechnen können. Wir haben ja jetzt gesagt, okay, wir haben einfach den gesamten Raum genommen und dann den Zweierlogarithmus rausgezogen. Man kann auch eine andere Vorgehensweise wählen, wenn man weiß, wie viele Symbole es gibt und wie viele Ziffern ich habe. Dann kann ich das auch berechnen. Letztlich ein anderer Weg, um auf die gleiche Zahl zu kommen, den wir auch häufiger auch nutzen werden. Wir können uns das ja auch so vorstellen, dass man so einen Schachzug als vier Ziffern, und Ziffern ist jetzt einfach eine Stelle, also vier Stellen mit jeweils einer bestimmten Anzahl Symbole
darstellt. Ja, also das wäre jetzt hier vier Ziffern. Wie viele Symbole jeweils? Wie viele mögliche Symbole gibt es für jede Ziffer? Und jetzt sind wir schon ein Stück weit im Codesystem-Thema drin. Da sprechen wir dann im Folgetermin sehr ausführlich drüber. Aber das ist letztlich schon eine Frage der Codierung. Also wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt vier Ziffern und die können wir mit Symbolen belegen. Welche Symbole haben wir hier zur Auswahl für jede Ziffer? Nehmen wir mal die erste. No, nur die erste. Acht Symbole. Und das gilt für die zweite Ziffer genauso. Das ist 1 bis 8. Und bei der nächsten ist wieder A bis H und dann wieder 1 bis 8. Also immer acht Symbole. Das heißt, wir haben acht Symbole pro Ziffer und vier Ziffern. Und jetzt können wir daraus auch berechnen, wie viele Möglichkeiten oder wie viele Permutationen wir daraus erstellen können. Das ist letztlich Kombinatorik. Und wenn wir dann wissen, wie viele Bits wir pro Digit brauchen, also pro Ziffer, dann können wir auch ausrechnen, wie viele Bits das sind. Da kommen wir aufs gleiche Ergebnis. Und wenn wir wissen, es sind acht pro Ziffer, acht Möglichkeiten, wir haben das Problem jetzt im Prinzip auf eine Ziffer fokussiert. Haben wir acht Möglichkeiten, daraus der Zweierlogarithmus ist drei. Das heißt, wir haben pro Ziffer 3 Bit und das mal vier, weil wir vier haben, sind auch wieder 12 Bit. Ne? Also das heißt, das wäre die gleiche Möglichkeit. Wir könnten auch diese ganze Nachricht einfach in Ziffern betrachten und fragen, wie viele Symbole oder wie viele mögliche Symbole gibt es eigentlich für jede Ziffer. Und das ist tatsächlich das, was wir auch in der Textcodierung zum Beispiel machen. Also wenn wir Texte kodieren, das heißt, ihr schreibt ein schönes Dokument, zum Beispiel eure Bachelorarbeit. Dann ist jedes Zeichen, was ihr in der Bachelorarbeit schreibt, kodiert und hat eine Anzahl von Bits dahinter liegend. Und die Frage, wie viele Bits sind es, kann man damit berechnen. Wie viele Symbole gibt es? Ja, das sind wahrscheinlich in so einem Word-Programm sehr, sehr viele. Aber nehmen wir mal an, ihr habt eine Schreibmaschine und ihr habt nur die 26 Buchstaben des Alphabets. Dann gibt es Groß- und Kleinbuchstaben. Also 52, sagen wir mal, das sind alle Buchstaben, die ihr habt. Dann könnt ihr berechnen, wie viele Bits ihr bräuchtet, um eure Bachelorarbeit zu schreiben. Ja, weil ihr wisst, ihr habt x Zeichen. Für jedes Zeichen gibt es 52 Möglichkeiten. Zweierlogarithmus aus diesen Möglichkeiten gibt euch das Bit für ein Zeichen, mal die Anzahl Zeichen sind die Bits für eure gesamte Bachelorarbeit. Das wäre Codierung. Und bei einer Word-Datei steckt noch ein bisschen mehr dahinter, weil da auch noch Formatierung mit drin steckt. Die wird auch gespeichert und natürlich viel mehr Symbole möglich sind. Da haben wir dann eine andere Zahl, aber das vereinfacht, funktioniert genauso. Okay, das wäre also der Schachzug oder beziehungsweise die Anzahl Bits für einen Schachzug auf einen leicht anderen Weg errechnet. Letztlich ist es genau das Gleiche. Wir errechnen wieder die Anzahl der Permutationen. Also am Ende sind das auch 4096 mögliche Kombinationen oder Permutationen. Hier einfach nur über die Ziffern und die möglichen Symbole errechnet. Da wir das häufiger verwenden werden, habe ich das jetzt auch am Ende eingeführt, dass das vielleicht noch ein bisschen hängen bleibt. Da ist dann die allgemeine Formel eben Zweierlogarithmus aus S, groß S, Anzahl Symbole, ja, also 8 in diesem Fall, ganz allgemein gesprochen, mal N, Anzahl der Ziffern. Und das wäre dann wieder die Information, oder die H-Average habe ich es hier mal genannt, ist nicht ganz korrekt, aber das ist im Prinzip wieder die Unsicherheit, die wir haben. Oder die Anzahl der Fragen im Schnitt, die wir stellen müssen. Das ist H ist Unsicherheit. Okay. Und wir machen dann noch eine kleine Korrektur. Wenn wir über Computer sprechen, interessiert uns dann, wenn ich, wie ich gerade dargestellt habe, also sagen wir mal, wir haben ja dieses Bachelorarbeitsthema. Wir haben also einen Text und wir wollen jedes Zeichen kodieren. Dann funktioniert der Computer so, dass er für jedes Zeichen eine gewisse Anzahl an Bits reserviert. Also ihr müsst euch vorstellen, der Computer hat sehr, sehr viele Bits, also Speicher, Bits, wo er was speichern kann. Und er weiß, da kommt ein Text, eine Textdatei in einem bestimmten Format, da reserviere ich für ein Zeichen immer, sagen wir mal, 8 Bit oder ein Byte. Diese 8 Bit oder ein Byte sind relativ fix. Und wir müssen also vorher uns gut überlegen, dass wir alle Buchstaben, die wir auch in der Bachelorarbeit verwenden, diese 8 Bit reinkriegen. Ansonsten können wir sie nicht speichern. Und deswegen können wir mit sowas wie 52, hatten wir eben gesagt, 26, Klein- und Großbuchstaben macht 52 gesamt, da kommt ja 5,7 raus. Das müssten wir 5,7 Bit für einen Buchstaben reservieren. Das geht ja nicht. Was machen wir also?
Wir müssen immer den Worst Case annehmen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass wir den schlimmsten Fall speichern wollen und deswegen runden wir auf. Das ist das, was wir hier sehen. Dieses Symbol heißt einfach aufrunden, das, was innerhalb der Symbolik steht. Das sind also der Zweierlogarithmus der Anzahl Symbole aufgerundet. Das wäre jetzt eben bei einer Bachelorarbeit mit 100 Zeichen, Zweierlogarithmus aus 52, 5,7 aufgerundet, also 6, würden also 6 Bit pro Zeichen reservieren, mal die Anzahl der Buchstaben, die ihr schreibt, ergibt dann die Dateigröße eurer Datei. Und das ist ein wichtiger Zusatz, weil wir natürlich nichts davon haben, wenn wir den Durchschnitt, im Durchschnitt können wir das Zeichen speichern, aber in vielen Fällen eben dann nicht. Das hilft uns nicht. Wir müssen es immer speichern können, deswegen müssen wir unseren Speicher größer oder für den Worst Case auslegen. Den reservierten Speicher für jedes Zeichen. So, wir machen mal nach der Pause weiter. Wir haben jetzt gerade die Informationseinheit für, oder die Messeinheit für Informationen so rum kennengelernt als das Bit. Und das Bit wird uns natürlich noch ein bisschen begleiten über das Semester hinweg. Das ist ein ganz zentrales Konzept. Und wichtig mitzunehmen heute auf jeden Fall ist schon mal, dass Bits sowohl die Unsicherheit als auch die Information beziffern. Wir interessieren uns natürlich mehr für die Information, was aber letztlich bei unseren Anwendungsfällen das Gleiche ist. Wenn wir also wissen wollen, wie können wir eine Nachricht kodieren später und wie viele Bits brauchen wir dafür, dann wollen wir die Unsicherheit ja immer auf null reduzieren. Das heißt, wir können sagen, die Information, das ist gleich die oder der Informationsgehalt einer Nachricht ist gleich der Unsicherheit, die wir vorher haben, wenn wir sie nicht kennen. So, und wir wollen uns jetzt im zweiten Teil dieses Kapitels Information nochmal einmal angucken, wie kann man jetzt von einem Ansatz, der sich stärker wieder über die Anzahl der Ziffern und Symbole, weil das ist das, was wir später sehr viel machen werden. Wir werden verschiedene Codesysteme kennenlernen, um zum Beispiel Bilder zu kodieren. Den RGB-Code werden wir da kennenlernen. Wir werden Texte kodieren. Wir werden aber auch andere Codesysteme kennenlernen, die alle im Prinzip letztlich auf der Idee beruhen, dass wir irgendwie bestimmte Stellen haben, die wir mit irgendwelchen Symbolen füllen können. Also das naheliegendste Beispiel ist Text, aber auch bei Bildern, wie wir sehen werden, ist es nicht anders. Da haben wir nachher auch eine Zerlegung eines Bildes in Pixel und die Frage, wie können wir jedes dieser Pixel kodieren. Deswegen gucken wir uns das nochmal genauer an, um uns da auch nochmal klarzumachen, was bedeutet da eigentlich Information und welcher Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl der Ziffern, also der Stellen, die wir haben in einer Nachricht und der Anzahl möglicher Symbole. Und da fangen wir einfach mal an mit einem ganz einfachen Beispiel. Das Beispiel zeigt jetzt einfach oben die Menge der Symbole, die wir zur Verfügung haben. Das erkennt ihr an den geschweiften Klammern. Das ist eine Menge. Also A ist jetzt das Symbol. A wäre das Symbol, was wir zur Verfügung haben. Und unten sehen wir die möglichen Ziffern, die wir mit dem Symbol belegen können. Also, wir haben also hier zwei in diesem Beispiel. Und so, jetzt. Jetzt haben wir es. Wir haben also zwei Ziffern, zwei Stellen und wir haben ein Symbol. Wie viele mögliche Nachrichten könnten wir damit kodieren? Also wie viele, ihr müsst jetzt letztlich überlegen, wie viele Möglichkeiten haben wir mit diesen Gegebenheiten, zwei Ziffern, also zwei Stellen und einem Symbol Nachrichten zu kodieren? Wie groß ist der Nachrichtenraum? Also wie groß ist die Unsicherheit? Frage an euch, was würdet ihr sagen? Was für mögliche Nachrichten könnte ich schreiben? Also ich habe zwei Ziffern und ein A. Könnte ich ja schon mal A. Kann ich noch was anderes machen? Ich kann nur diese eine Nachricht kodieren. Das heißt, Zweierlogarithmus von 1 ist 0. Wir sind schon bei Unsicherheit 0. Wir haben keine Unsicherheit. Es gibt nur diese eine Nachricht. Bedeutet, mit einem Symbol, und auch wenn ich drei oder vier oder fünf Stellen hätte, würde sich das nicht ändern. Mit einem Symbol kann ich keine Informationen darstellen. Ich brauche mindestens die Variation zwischen zwei Möglichkeiten. Und das ist hier nicht gegeben. Also mit nur einem A habe ich nur eine Nachricht. Das heißt, es ist immer klar, welche Nachricht es ist. Es kann nur diese eine sein und es gibt keine Unsicherheit. Deswegen hilft uns ein Buchstabe oder ein Symbol ganz allgemein gesprochen bei der Kodierung von Informationen nicht weiter. Wir brauchen also mindestens zwei. Und das ist auch der Grund, warum Bit mit der Möglichkeit 0 oder 1, ja oder nein, die kleinstmögliche Informationseinheit ist. Ja, ich muss mindestens zwei Optionen haben, damit ich überhaupt Informationen
abbilden kann. Mit einem geht es nicht. Wie sieht das dann aus? Das wäre das nochmal aufgeschlüsselt, wenn ich A und B habe. Und zwei Ziffern weiterhin. Jetzt habe ich ein weiteres Symbol. Also im Prinzip A und B. Können auch 0 oder 1 sagen, aber A und B sind jetzt hier mal die Buchstaben, die wir zur Verfügung haben. Welche Nachrichten könnte ich jetzt mir vorstellen mit diesen beiden Buchstaben und Ziffern? Ja, einmal A, Genau. AA, A, BB, AB, BA. Genau. Das sind die vier Möglichkeiten, die ich habe. Und man sieht schon, alleine durch das Hinzufügen eines Symbols haben wir jetzt auf einmal von 1 auf 4 Möglichkeiten uns erhöht. Ne? Das ist vielleicht das Takeaway an der Stelle. Können wir das mal weiterspielen mit 3? Jetzt wird es ein bisschen mehr. Mit 3 Möglichkeiten haben wir schon. Wie viele? Also 3 Symbole gibt uns wie viele Nachrichten? Jetzt vielleicht im Kopf nicht mehr ganz so leicht, sich einfach durchzunummerieren, aber es sind letztlich 9, nämlich genau diese: AA, AB, BA, BB, AC und so weiter. Also immer alle Kombinationen oder Permutationen, sagt man, weil die Reihenfolge letztlich keine Rolle spielt. Wir können jede Kombination, jede Permutation als Nachricht verschlüsseln. Ob das BA oder AB ist, ist ein Unterschied. Also es gibt 9 verschiedene Permutationen aus 3 Symbolen und 2 Ziffern. Also 1, 4, 9 mit 4. Wenn es dann ein paar mehr, das passt hier aber gerade noch so drauf, sind 16 Stück. Also mit jedem Symbol nimmt das scheinbar zu. Die Frage ist aber, in welcher Form nimmt das zu? Bei 5, das kriegen wir gerade drauf, sind es 25. Also wir kriegen mehr Symbole, aber damit oder und damit mehr Möglichkeiten, ein größeres N, mehr Nachrichten, die wir kodieren können. Und damit erhöht sich der Informationsgehalt. Ne? Also eine Nachricht in diesem Codesystem mit 5 möglichen Symbolen und 2 Ziffern hat mehr Informationsgehalt als eins mit, wo nur 2 Symbole verfügbar sind. Das können wir schon mal festhalten, weil das N ist hier 25 und bei 2 war es 4. Logarithmus 2 von 4 ist kleiner als der Logarithmus 2 von 25. Also Informationsgehalt ist dann eben hier größer. Und das können wir mal allgemein versuchen aufzuschreiben, wenn wir uns das mal anschauen. Wir haben also oben festgelegt 2 Stellen. Wenn wir das betrachten, dann haben wir immer die Anzahl der Symbole links und die Anzahl der möglichen Nachrichten rechts. Da haben wir gesehen 1 und 4, 2 und 1 und 1, Entschuldigung, 2 und 4, 3 und 9, 4 und 16 und 5 und 25. Und was ist da für ein Zusammenhang? Habe ich da gerade einen Sprung gesehen, oder? Digits und Length, das habe ich schon mal nicht konsistent, ist egal, ist das Gleiche. Was ist da der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Symbole und der Anzahl der Nachrichten? Wird immer quadriert, genau, das ist immer die Quadratzahl, also 5 zum Quadrat ist 25, 4 zum Quadrat ist 16, 3 zum Quadrat ist 9. Und warum quadriert? Das liegt daran, dass wir 2 Stellen haben. Also das wird im Prinzip mit der Anzahl der Stellen, hoch die Anzahl der Stellen genommen. Das kann man sich auch klar vergegenwärtigen. Wir hätten wir 3 Stellen, dann würden wir nämlich 5 mal 5 mal 5 für die dritte Stelle auch noch rechnen, also hoch 3. Also wir rechnen also immer allgemein hoch die Anzahl der Stellen. Und das wäre dann eben der zweite Schritt. Wenn wir also jetzt anstatt mehr Symbole mehr Digits haben, können wir auch die Nachrichten Anzahl erhöhen und damit den Informationsgehalt. Also wir haben entweder die Möglichkeit, mehr Symbole zu verwenden oder längere Nachrichten. Also wir haben jetzt A und B als Symbole und 3 Ziffern. Wie viele Nachrichten kriegen wir da unter? Wie viele mögliche Nachrichten können wir damit abbilden? 2 Symbole, 3 Ziffern. Wenn jede Ziffer 2 Symbole hat, dann können wir so sagen 2 mal 2 mal 2. Also 8. Das wären hier diese 8 Nachrichten, die möglich sind. 8 Permutationen. Das können wir auch hier weiterspielen. Mit 4 sind es dann eben 2 mal 2 mal 2 mal 2. Und das sind dann eben 16, also immer eine Zweierpotenz mehr, wenn wir 2 Symbole haben. Und das ist eben diese Tabelle, also mit 2 Symbolen, S gleich 2. Ist hier die Anzahl der Digits auf der linken Seite, die Anzahl der Ziffern und die Anzahl der Nachrichten auf der rechten. Und da sieht man,
Welchen Zusammenhang? Genau das Umgedrehte, was wir eben schon gesehen haben. Das ist jetzt immer 2 hoch Anzahl der Digits, ist die Zahl, die wir hier auf der rechten Seite rauskriegen. Ne? Also 2 hoch 5 ist 32, 2 hoch 4 ist 16 und so weiter. Und das liegt daran, dass s gleich 2 ist. Also man könnte auch sagen, s hoch die Anzahl der Digits. Und das ist dann letztlich auch die Formel, die wir jetzt von beiden Seiten uns einmal errechnet haben. Wenn wir die Anzahl der Nachrichten ermitteln wollen mit einem gegebenen Set an Symbolen und einer gegebenen Menge an Stellen, die wir haben, dann ist es eben n gleich s hoch n. Groß n gleich s hoch klein n, wo klein n die Anzahl der Stellen ist und groß s die Anzahl der Symbole. Also, wenn wir gegeben haben, wir haben ein Alphabet mit 26 Buchstaben und wir haben ein Wort mit 10 Buchstaben, dann können wir überlegen, wie viele Bits oder wie viele Möglichkeiten gibt es, Wörter zu bilden mit 26 Buchstaben und 10 Zeichen. Angenommen, es gibt auch nicht sinnvolle Wörter an der Stelle, es geht nur um die Permutation, dann können wir sagen S 26 hoch 10, wenn wir sagen 10 Ziffern, das ist eine sehr große Zahl, also ein sehr großes N, also eine sehr große Anzahl Bits, die dahinter stecken. Auf der anderen Seite, wenn wir nur 2 Zeichen haben und 10 Ziffern haben, dann haben wir eine deutlich kleinere Anzahl an Informationen. Also mit nur 2 Symbolen wäre das also 2 hoch 10, 1024, deutlich weniger als die 26 hoch 10, die wir gerade gesehen haben. Genau, das wäre jetzt nochmal eine Möglichkeit, wenn man also, das ist besonders dann nützlich, wenn wir wissen wollen, wie viel Informationsgehalt steckt in einer Nachricht, wenn wir wissen, wie viele Stellen und wie viele Anzahl Symbole wir haben. Ne? Dann wissen wir, wie viel n ist und der Zweierlogarithmus daraus ist dann wieder die Anzahl der Bits, die Informationen angibt. Also wir haben jetzt eigentlich die gleiche Formel über 3 verschiedene Wege, mehr oder weniger die gleiche Formel uns angeschaut. Die hängen alle zusammen.